Was geht ab, Freunde? Heute gibt es noch mal ein kleines neues Reaction-Video und zwar zum neuen Track von Reportagen und zwar Bonnie Trash, Dissen in unter 3 Minuten Sommer Edition. Es gab schon mal einen Track, das war glaube ich das 5 YouTuber Dissen in unter 3 Minuten oder irgendwie so war das, da hat er die auch schon mal gedisst. Und ja man, auf jeden Fall ganz kleine Ankündigung, Freunde. Erstens mal, heute sollte eigentlich schon das Shirin David Reaction Video online sein. Kam leider noch nicht online, weil das ja gesperrt wurde leider. Also ich habe es dreimal, glaube ich, versucht jetzt mittlerweile hochzuladen. Jedes Mal hat es nicht funktioniert, deswegen kommt das auch nicht mehr. Und ja, kleine Ankündigung noch für morgen. Morgen kommen einige Videos. Es kommen, glaube ich, 5 Reactions und ein Unboxing zur neuen 18 Karat Box. Deswegen auf jeden Fall gerne mal einschalten morgen, abchecken die Videos, Freunde. Und jetzt fangen wir an hier mit dem Track von Reportagen. Wie gesagt, Bonnie Trash Dissen in unter 3 Minuten. Und ja, Mann. Okay, der Beat kommt mir bekannt vor. Trash Pony Cash hat viele Probleme, sie übertreibt in der Regel, lackiert den Katzen die Nägel, sag mal, was ist mit okay. Also, das wird wieder sowas sein. Direkt mal, Freunde, das hier ist nicht so ein typisches Reaction-Video, sondern Analyse-Video auch. Bedeutet, ich werde öfters mal pausieren, ein bisschen drauf eingehen, was passiert. Ich finde, sonst, ja, ist das halt irgendwie auch, ja, erfüllt das irgendwie auch nicht so wirklich den Zweck eigentlich von solchen Videos. Sonst könnte ich einfach hier das Lied re-uploaden und dann hätte das genauso viel Inhalt. Und, ja, man, auf jeden Fall, Freunde, er fängt hier direkt an. Ich denke, wie gesagt, man kann hier oft pausieren. Ich versuche trotzdem, das Video nicht so lang zu machen, aber... Wir haben hier schon direkt die erste Line gehabt. Wo waren das hier? Das war nur Clickbait, sein Vater, Opa. Wir spulen nochmal zurück. Bonnie Trash, Bonnie Cash hat viele Probleme, sie übertreibt in der Regel. Genau, hier, sie übertreibt in der Regel. Denke ich mal, muss ich nicht weiter erklären. Die Nägel, sag mal, was ist mit dem Mädel? Das war nur Clickbait, sein Vater, Opa, Dong, ich meine natürlich Clickbait, sein Kater. Damals war sie normal, sie wollte blonde Haare blau färben. Ich mache weiter, bis die ganzen Nazis aussterben. Hoff mal für dich, dass es deinen Tieren gut geht. Nachricht an Peter, unmächtig vom Poopspray. Sie täuscht ihren Tod vor Überraschungen. Oh, okay, jetzt auch noch hier so die Stimme, ändert dann nochmal die Tonlage davon. Und ich ihre Katzen kotzen ständig auf die Fliesen, auf den Teppich. Klapp, wo liebst du deine Tiere? Dir ist sowas doch egal. So, es war... Also, ich muss sagen, ich verfolge die natürlich nicht, aber das, was er hier alles so zeigt, ja, das ist schon traurig. Also mit der Katze hier, dann passiert das und so. Wie gesagt, ich verfolge die nicht. Ich habe da von der, glaube ich, noch nie ein Video gesehen. Ich glaube mal einmal eine Reaction von irgendjemand war das. Ich weiß nicht, ob das Reportagen in meinem Stream sogar war, aber sonst habe ich da noch nie reingeguckt und würde ich auch absolut überhaupt nicht. Wo liebst du deine Tiere, dir ist sowas doch egal. Zuerst machen wir paar Views, dann erfahren wir zum Mann. Bestimmt hast du sie gekauft, um paar Klicks zu generieren. Bonnie Serie ist ein Einborn, hat nie existiert. Bonnie Pinocchio, Lügen statt ehrlich. Nase so lang, du menschlicher Schwertfisch. Okay, geil, auch mit dem Schwertfisch und Nase lang. Also ich finde auf jeden Fall den Beat davon, wie gesagt, extrem gut. Ja, deswegen auch Sommer Edition, weil der Beat natürlich so ein bisschen, ja, in die Sommerrichtung geht. Und ansonsten, ja, viele Flow-Variationen drin, Tonlage von der Stimme mal ab und zu geändert und so. Finde ich auf jeden Fall gut gemacht. Sicher Schwertfisch. Dein Video war Fremdscham, das mit Justin Bieber. Richtig. Ah, das hatte ich sogar auch letztens gesehen. Genau, das hat er auch immer in seiner Instagram-Story gehabt. Von sich aber, wie ihn irgendwie, keine Ahnung, Justin Bieber oder so irgendwas schreibt. Und sie scheinbar... Bieber, richtig. Dazu Videos zu machen, dass sie von diesen Leuten irgendwie Nachrichten bekommt. Da weiß ich nicht, wie ernst die das verkauft, aber wenn die das wirklich so für ernst verkauft, dann sollte man da ja den armes Deutschlandpreis für 2019 direkt raushauen. Also ohne Witz, wenn die das wirklich so macht und das so für echt verkauft, dann wäre das schon extrem, extrem traurig. Ah. Genau, und jetzt hat er hier das, was er auch gepostet hat hier, wie, ja, Justin Bieber ihm etwas schreibt. Also ich, wenn man das wirklich so für ernst rüberbringt, dann ist das echt traurig. Reportagen macht er Dissen zum Job, beleidigen und Geld verdienen, Gewitter am Kopf. Aber nur die es verdient haben. Wäre meine Eier nicht so dick, dann würde ich Jeans tragen. Fangen zu rappen, der Globus vibriert. Hey. Ah, okay, und so die Hook, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig mit Hook ist oder nicht, aber könnte sein, weil er jetzt hier so ein bisschen mit ja, Autotune, Vocal Effects irgendwie hier ein bisschen was macht. Aber deswegen, ich bin routiniert. Hey. Zerstöre die Schlampen, sie haben es verdient. Die gelaufen wie... Beziehungsweise kein Autotune, sondern halt einfach ein paar Vocal Effects drauf. So was nennt man YouTube Germany. Traurig, aber wahr, hab mehr
Und ich glaube, es war doch keine Hook, einfach nur mal so, ja, kleine Variation von den Stimmeffekten. So schön, drin, ja. Heute brauche ich kein Warm-up. Was ist das für ein Thumbnail? Werbung für Borna? Deep Throat Banana mit Sahne-Dessert. Warum nennst du deinen Channel nicht Straßenverkehr? Kreise und Pfeile, Pfeile und Kreise. Mehr Kreise als Pfeile und Pfeile als Kreise. 24 Stunden Challenge, Alter, hast du hart gelitten. Sie sagt, der Mabilo hat den Rest einfach zusammengeschnitten. Nein, sie hat's geschafft, sie war einfach nur auf Koks. Ich weiß gar nicht, was ihr habt, denn unten steht der Joke. Wie kann man diese Scheiße seinen Fans zeigen? Ich komm zu dir nach Hause, fiste dich mit Gangzeit. Ja, die Frage ist einfach bei solchen Leuten, die ich mir stelle, eigentlich, wie schaffen die es überhaupt irgendwie Fans zu gewinnen? Aber ja, weiß ich nicht. Also ich würde wirklich noch nicht mal jüngere Personen eigentlich so dumm einschätzen, dass die zum Beispiel ihr glauben würden, dass die von Justin Bieber oder so Nachrichten bekommt. Weil ich meine, allein schon, dass die nicht aus dem gleichen Land stammen und auch absolut nicht vergleichbar sind, ist dadurch ist das halt schon sehr unwahrscheinlich. Also ja, deswegen glaube ich eigentlich, deswegen frage ich mich eigentlich, warum es Leute gibt, die das wirklich glauben. Ja. Liebe Bonnie, denk mal drüber nach. Dein ganzes Leben steht in deinem Namen. Fang an zu rappen, der Globus. Okay, dein ganzes Leben steht in deinem Namen wegen dem Trash. Auch sehr gute Line. Hey, YouTuber dissen, ich bin routiniert. Hey. Zerstöre die Schlampen, sie haben es verdient. Die können laufen, wie ihr wollt, das hier ist mein Verlies. Oh, okay, nochmal kleiner Beatwechsel, so Rage-Beat-mäßig. Schüsse raus, ich bin schwanger und sie zeigt deinen künstlichen Bauch. Heute bist du gefickt, nämlich Reportagen-Rockstar. Bleib doch bitte in der Tonne, so wie Oscar. Ich hab so viele Fakten und ich könnte noch viel mehr sagen. Das ist wie Gedärme im Garten, du hast Herzrasen. E-Gitarre laut, heute hol ich mir dein Haupt. Denn im Gegensatz zu dir habe ich mich nicht verkauft. Das ist die Sommeredition, Billy. Wir wollten doch einfach nur ein bisschen flexen. Ach so. Fang an zu rappen, der Globus wie okay. YouTuber dessen, ich bin rot. Okay, Freunde, checkt den Track auf jeden Fall gerne mal ab. Hat mir sehr gut gefallen, hat mich ziemlich gut unterhalten. Und man muss dazu natürlich sagen, ich dachte mir erst schon so, okay, wenn ich die jetzt nicht kenne und so, ob ich dann überhaupt so erkennen werde, so diese Insider-Lines und so. Aber man muss sagen, er hat das alles ziemlich gut rübergebracht, ziemlich gut erklärt und so. Also auch wenn man die Videos nicht guckt von ihr und die angenommen gar nicht kennt, dann würde man trotzdem verstehen, worum es geht, was sie so macht. Und deswegen finde ich, hat er das extrem, extrem gut gemacht. Sommer Edition könnte er gerne mal von mehr Sachen machen. Also finde ich auch ein bisschen abwechslungsreich mal so von den Beats. Sonst immer so diese deepen, ernsten, epischen, krassen Beats. Und jetzt halt mal so Sommer-mäßig, ja, wie es der Name halt schon sagt. Fand ich extrem gut, Freunde. Schreibt mir gerne mal eure Meinungen zu dem Track in die Kommentare. Wie gesagt, schaltet auf jeden Fall morgen ein. Ich glaube, 6 Videos werden es ungefähr werden, eventuell sogar mehr, also ich will jetzt auch nichts versprechen oder so, aber ich versuche auf jeden Fall alles für euch rauszuhauen zu den Tracks. Ein paar Leute haben mir nämlich auch auf Instagram schon geschrieben, was die sich wünschen für morgen und so. Und ja, dann versuche ich das natürlich für euch umzusetzen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn dem so sein sollte, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, Freunde. Ciao.